heiße Marika Zabini, bin 22 Jahre alt, komme aus Bozen und studiere derzeit Physiotherapie im dritten Jahr an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen. Zurzeit absolviere ich mein zweites neurologisches Praktikum. Ich finde, dass besonders in der Neurologie das Praktikum eine wesentliche Rolle spielt, weil es uns Studierenden die Möglichkeit gibt, die komplexen Krankheitsbilder zu erfassen. Dies ist in der Theorie oft nur schwer möglich, weil jeder Patient in der Realität sehr unterschiedlich ist. An der Neurologie fasziniert mich die Arbeit auf einer 360-Grad-Ebene um den Patienten sehr. Wir behandeln nicht nur das neurologische Problem an sich, sondern den Menschen als Ganzes. Dazu ist eine Zusammenarbeit in einem interprofessionellen Team notwendig. Das heißt, wir Physiotherapeuten arbeiten sowohl mit Ärzten, Psychologen, aber auch mit Logopäden, Ergotherapeuten, mit den Krankenpflegern, aber auch mit den Familienmitgliedern selbst sehr eng zusammen. Da in der Neurologie der Weg oft sehr lange ist und auch holprig sein kann, finde ich, dass eine stabile Therapeuten-Patienten-Beziehung das A und O ist. Wir Physiotherapeuten müssen die Präferenzen des Patienten berücksichtigen und gemeinsam mit ihm die Therapie planen sozusagen und die Ziele festlegen, um ihn eben bestmöglichst an sein Ziel zu bringen.